Das Ding ist gefrühstückt. G to the G, mein Freund. Gutes Spiel. Hab dich leider weggeottert. Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem wunderbaren Sonntagnachmittag zu diesem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Hallöchen, was geht ab, Leute? Sorry, übrigens ist heute nur ein Video auf meinen Kanal gekommen ist. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, denn ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Ich muss zugeben, zwei Videos am Tag mit so viel Zeit, die ich reinstecke und so viel Schnitt, was ich zurzeit mache und einfach versuche, so richtig geile Ideen umzusetzen, das braucht Zeit. Und ich musste heute erstmal wieder auf mein Leben klarkommen, deswegen gibt es heute nur ein Video. Ich hoffe, das ist okay. Und immer wieder kommen Fragen auf, Lars, wie nimmst du das Ganze auf von deinem iPhone? Ganz einfach mit einer Capture Card von Avamedia. Link dazu in der Beschreibung. Einfach mal aufklappen, dann runtergehen. Dann steht da meine Hardware das als aufgelistet. Als erstes dann meine Capture Card. Und da kann man sich das Ganze gönnen. Ist die teure Variante. Es gibt auch etwas billigere Varianten. Das Wichtige ist mir, wenn ich aufnehme, kurz, ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt kurz anspreche. Das Wichtige ist, wenn ich aufnehme oder beziehungsweise mit einer Capture Card, dass es live übertragen wird, ohne Verzögerung. Sonst finde ich es kacke. Aber naja. Ist halt die von Avamedia. Gibt auch günstigere, aber die kann ich nur empfehlen. Läuft einwandfrei. Richtig geiles Ding, Leute. Jeden Cent auf jeden Fall wert. Kann man sich gönnen. Ebenso kann man sich ein neues Deck gönnen, denn mein Deck ist nicht ganz so knusprig. Leider im Shop kein Legendary, gibt's ja gar nicht. Hat erst zwei. So eine Scheiße, Scheißspiel. Ich deinstalliere es, schmeiß mein Handy gegen eine Wand und scheiß drauf. Nein. Ist okay. Vielleicht morgen wieder. Ihr kennt das, Lucky Lars ist allgemein immer am Start. Heute werden wir ein Deck ausprobieren, beziehungsweise das Deck verbessern, was wir letztes Mal hatten, ist dieses hier. Und zwar ein Abonnent. Einer hat einen Kommentar hinterlassen. Wie schon erwähnt, ich lese jedes Kommentar. Ich kann leider nicht jedes beantworten, weil es einfach schon zu viel geworden ist. Ich pick mir allgemein immer welche raus, antworte, beziehungsweise lasse ein paar Herzchen für euch da. Ich würde euch gerne alle Herzchen geben, weil ihr seid die Besten. Na, Herzchen für alle. Aber das ist sehr viel geworden, tatsächlich. Trotzdem vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, für die ganzen Kommentare, für die ganzen Likes und alles Mögliche. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich zu oft, damit sollte ich aufhören. So, als nächstes. Also, was hat er geschrieben? Bevor wir das uns jetzt angucken, werden wir erstmal kurz ein paar Kisten uns gönnen. Fangen wir mit der Gratis-Kiste. Was haben wir hier? Alles Klärchen. Ja, der Inferno mal eins. Kann man mal machen. Irgendwie so noch ein Käffchen hier stehen. Deswegen Prost. Schlückchen geht immer. Hm. Käffchen ist lecker. Kann man sich mal gönnen. Ebenso haben wir hier noch eine Silberkiste am Start. Haben wir auch nur Crap drin. Ach, auf jeden Fall alles okay. Steinstatue. Braucht kein Mensch, aber mal ist halt nur einmal im Jahr. Kann man sich mal mitnehmen hier. Was haben wir noch hier am Start? Ja gut, der Schlammelementar mal drei. Der ist schon geil. Da bekomme ich natürlich wieder Lust auf ganz andere Sachen. So, weg damit. Eine goldene, eieiei, leider keine Premium-Währung und dreimal den Extra-Kristall, naja, geht besser. Die nächste Gratistruhe, die letzte für heute, da haben wir nur Scheiße drin, das ist gar nicht so geil, Skelette und die Kiste gönnen wir uns auch mal kurz, YouTube, meine, ich regel das mit den Gems, wir bekommen was, na klaro, wieder Scheiße. Gut, der Henker mal eins, ist angenehm, sexy, geil und richtig lecker. Den nimmt man gerne mit. So, was hat er geschrieben, beziehungsweise was wurde geschrieben in den Kommentaren? Was soll ich ändern? Wir gehen kurz auf das Deck. Da wurde etwas Großartiges geschrieben, was sich gut anhört. Und zwar dieses hier. Von dem Stefan U. Vielen Dank für den Kommentar übrigens. Er schreibt, Schamane muss raus, stattdessen Henker. Beide Extra-Kristalle auch raus. Die braucht man nur in den Deck, wo viele Karten teuer sind. Logisch und auch sehr, sehr cool von ihm gesagt, auf jeden Fall. Stattdessen eine Bombe und ein Magier. Damit kommst du auf 2800 Pokale easy. Easy, gar kein Ding für den King. Ob er der King hier ist und das Ganze easy macht und wirklich GG, WP durchgehend reingespammt wird, das wissen wir noch nicht. Wir werden es sehen. Stefan U, ich werde deinen Tipp auf jeden Fall jetzt machen und das Ganze mal jetzt hier umswitchen. Also er schreibt Schamane. Ich kann mal kurz das Kommentar ein bisschen weiter hier nach unten packen oder so, da sieht man es vielleicht ein bisschen. Also der Schamane muss raus. Für den Schaman brauchen wir einen Henker. Henker ist geil, Leute. Henker ist super, super stark. Stellt euch mal den Henker bei Clash Royale vor. Jeder Seppay-Deck wäre einfach tot. Ich hätte so Bock drauf. So, Henker für den Schamane. Okay, habe ich geswitcht. So, als nächstes beide Extra-Kristalle auch raus. Und dafür dann Bombe und Magier. Also Extra-Kristall raus, beide. Und dafür Magier einsetzen. Und die wunderbare Bombe. Sehr, sehr viel Flächenschaden, den wir mit reinnehmen. Das sieht ganz gut aus, mein Junge. Das sieht ganz gut aus. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Nicht in meiner Hose, sondern hier. Wir können die Bombe sogar upgraden, wenn wir Bock haben. Alter, wir brauchen Gold. Dass ich das nochmal sage, als der mächtigste Pay-to-Win-Spieler ever, brauche ich Gold. Oh mein Gott. Dankeschön, Stefan U. Solche Kommentare finde ich immer sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also haut raus die Kommentare. Solche Tipps bin ich immer offen. Ihr seht es selber. Ich lese jedes Kommentar. Sehr, sehr cool. Und damit werden wir jetzt spielen. Ich bin gespannt, Stefan, ob ich dich besuchen muss und dir den Arsch versohlen muss oder ob du der krasseste Boy bist und ich trotzdem dich besuchen muss und dich einfach küssen werde. Eins von beiden, wir werden es sehen. So, wir starten hier mit drei Skeletten. Noch gar nicht gezockt hier. Erstmal Made in China, na klar.
Da kommen auch meine Unterhosen näher. Ja, ich erstmal ein Hallo. Ja, Stefan. Stefan. Cooles Deck. Sehr, sehr geiles Deck, Stefan. Da muss ich kurz klatschen. Dank dir. Quit ragen oder rage quitten alle Leute. Nee, er hat einfach nur Verbindung verloren oder sowas. Da gönne ich mir erstmal den Win. Ja, was soll ich denn machen? Ist natürlich jetzt ärgerlich. Und ich kann da nichts gegen machen. Ich werde den Mage hier rein. Hoffe, wir können die junge Dame, dann geht's sogar schneller. Junge Dame hinterher. Meine junge Dame, alles klärchen. Das ist die. Wer ist das denn? Wollen wir die junge Dame noch einen Namen geben? Ich weiß das noch gar nicht. So, kurz hier vernascht. Natürlich mit der Hilfe von dem Stefan. Er hat dazu viel jetzt beigetragen, weil der Kollege ist geliebt. Er hat sofort gesehen, das muss das Deck vom Stefan sein. Da bin ich geliebt. Nicht böse nehmen, das ist nur Spaß hier. Sehr gut. So, erstmal gewonnen hier. So, jetzt aber testen. Schlückchen Kaffee und testen, ob der Stefan hier ein gutes Deck für uns hat. Mhm. Das ist ein Brasilianer. Ein Brasilianer. Mhm. Oh. Mhm. Okay, ein Zwergiboy. Schauen wir mal den Kollegen rein. Dahinter würde ich gerne sogar den Mage schon spielen. Mage kommt. Sehr gut, Mage, der gönnt sich. Da ist der Flächen. Oh, dieser Mage, der macht ja alles kaputt. Mm. Oh. So, kurz Stärkung rein. Damit ich stark werde und richtig pumpen kann. Ich habe die Bombe vorbereitet für irgendwas anderes. Obwohl, Bombe wird jetzt nicht viel bringen. Ja, nochmal kaputt machen. Ich glaube, der Mage ist so stark gegen fast jedes Deck. So. Gönn dir. Hier kurz meinen Schlamm rein. Schön gegönnt, der richtig geile Schlamm. Er hat Probleme. Ach, da machst du schon Feuer. Das reicht aber nicht. Das wunderbare Feuer wird nicht reichen. Ich werde dann meine Bogenschützen hier spielen gegen seine. Bogenschützen versus Bogenschützen. Sehr schön, noch mehr Bogenschützen. Dann da oben mal eine Bombe rein. Bombe kommt. Dahinter die junge Dame hier. Pfeile sind bereit. Pfeile kommen. Sehr gut, alles down. Oh, der nächste Bogenschützenstamm. So, Heal da rein. Heal kommt. Heilt ihn. Ja. Das sieht doch gut aus. Nest. Oh, das sieht gut aus. Stefan, dank dir. Und jetzt in der Mitte einfach den Henker spielen. Guck mal. Da kommen Skelette. Kennst du ihn schon? One-Shot. Oh, wie ich das liebe. Bam. Meteor. Scheißegal. Win. Easy. G to the G. Stefan, ich glaube, ich liebe dich. Geil. Plus 31. Sehr gut. Haben wir uns gegönnt. Weiter geht's. Wieder Schlückchen Kaffee. Und weiter geht's. Hm. Kaffee schmeckt gut. Und das Deck schmeckt auch gut. Stamm in der Stärkung. Sehr gut. Dann kommen meine Skelette. Skelette kommen. Sehr gut. Dann einmal den Rotz hier. Wunderbar. Für 0 können wir die spielen. Wir warten lieber. Spielen das so. Wenn alles vorbereiten für die Pfeile. Dann wird schon weiter vorlaufen. War es nicht klug, die reinzuspielen. War nicht klug, weil die jetzt zu lange brauchen, bis sie endlich da sind. Jetzt kommen die Pfeile. Sehr gut, alles down. Wunderbar. Oh, der Schamane. Mr. Schamani ist am Stissel. Ich brauche irgendwas. Oh. Meteor in der Mitte. Wenn er jetzt noch da den. Das wäre natürlich richtig doof von ihm. Er ist so doof. Was war das denn? Warum? Wie dumm war das denn von ihm? Alles klärchen. Kurz noch ein Heal dazu. Healerin, bitte nein. Habe ich die Healerin verkackt? Okay, Healerin ist verbrannt. Wir spielen unsere Dame rein. Die hat auch Bock. Noch eine Bombe rein. Oh, die Bombe ist stark. Bombe stark. Komm, töte sie. Hat nicht ganz gereicht, um sie zu töten. Oh mein Gott. Really? Oh mein Gott, wie kriege ich jetzt die Dame da weg? Nein, ich krieg sie nicht weg. Ich verliere. No! Stefan, warum tust du mir das an? Gutes Spiel auf jeden Fall. Echt ein gutes Spiel. Gutes Spiel hier reingehauen und ich mach mal kurz den hier. Ah, Mist. Aber fixe Games gerade. Die kommen mir gerade super schnell vor. Wir sind schon bei 10 Minuten. Meine Fresse. Weiter. Man kann nicht immer gewinnen. War nicht gut gespielt von mir. Mm-mm. Allein mit dem Heal, das war nicht optimal. Aber das Deck hat Potenzial. Es hat Potenzial. So ist es nicht. Bogenschützen. Gott, was spielen jetzt? Nochmal. Geil. Doppelt gemoppelt. Hält immer besser. Ja. Ja. Okay. Oh Gott. Boah, Pfeile.
Oh Gott, ich muss noch warten, bis sie weiter vor ist. Ah, zu viel Damage. Zu viel Damage. Es ist ein Deck, was natürlich. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nochmal Pfeile. Heieieiei. So, der Mage. Der muss leben. Der überlebt, sehr gut. So, Mage kommt. Ich werde natürlich davon noch was reinspielen. Und zwar die junge Dame. Wir haben Flächenschaden, wir haben alles. Soll ich davor was zum Tanken? Ja, das. Er will es nach Hause rushen hier, dass wir das nichts bringen. Jetzt kommen wir nämlich. Jetzt kommen wir noch. Jetzt kommen wir. Sehr, sehr schön. Ich habe kein Meteor oder sowas. Wäre natürlich richtig böse. Jetzt davor bitte noch einen Schlamm. Oh yeah, das wird mein Push. Mit einem Ragebar versucht er hier was zu reißen? Mein Junge, das brauchst du gar nicht. Das brauchst du gar nicht jetzt hier versuchen. Das Ding ist gefrühstückt. Oder? Ja, natürlich. Wunderbar. Es war ein Deutscher. Ne, deutscher Clan. Oh, gutes Spiel rausgehauen. Erstmal ein gutes Spiel und natürlich erstmal den hier raus. Wunderbar. Und eine Goldkiste bekommen. Vielen Dank dafür. Ich muss es kurz sagen, Stefan. Übrigens, alle, die Stefan heißen, fühlen sich jetzt gegrüßt. Einfach fühlen sich alle gegrüßt. Das ist ein gutes Deck. Sehr, sehr geil. Kurzes Schlückchen wieder gegönnt. Ich hoffe, das darf ich. So. Skelette rein. Alles klärchen. Da kommen seine Skelette. Er bufft sich hoch. Ich spiele eine Bombe. Reicht die? Na klar, reicht die. Wunderbar. Schöne Bombe. Kurz gegönnt den ganzen Scheiß. 7000. Er hat die falschen rausgehauen. Für so einen kleinen Piss. Das ist okay. Wir brauchen Mana. Müssen Mana raushauen. Haben wir gemacht. Sehr gut. Das ist gleich bei 6. Bei 6 Mana. Bekommen eine Stärkung. Schon mal gut. Buffen uns auch kurz hoch. Nächsten Karten warten wir nicht ab. Wir spielen. Doch, wir warten noch ab. Wir warten noch ab, ob wir was anderes bekommen. Wir spielen den Mage. Müssen wir spielen, das geht gerade nicht. Mage kommt. Okay. Spielen Schlamm. Schlamm kommt. Hinter den Schlamm natürlich Heal. Oh, ich brauche gerade Flächenschaden. Ich brauche einen Henker oder sowas. Eieiei. Nicht gut. Okay, mach alles kaputt. Komm voran, das ist gut. Ich bereite vor, und zwar meine wunderbaren Pfeile. Oh, eine Erscheinung auch noch. Eine Erscheinung hat er auch noch. Meteor. Oh mein Gott, das wird ein böses Aua. Ich krieg gerade Aua. Ich krieg sehr viel Aua. Ich krieg zu viel Aua. Pfeile rüber. Oh mein Gott, aber der Meteor wird gut, wenn er kommt. Komm, Meteor. Komm, komm, bevor ich sterbe. Nein, ich bin voll down. Aber alle spielen sie das Katapult. Katapult und junge Dame, stark. Richtig stark. Oh, ich habe zu lange gewartet. Oh, er hat aber 10er. Ich glaube, er hat der Level 10er Skelette. Da kann ich ja nicht gewinnen. Der nascht mich einfach weg. Der packt mich an den Eiern, zieht sie raus und steckt sie mir in den Hals. Da kann man nicht gewinnen. Oh, zu stark, zu böse. Trotzdem, ich bin positiv. Ich bin positiv überrascht von diesem Deck. Ist noch alles gut. So. Hauen wir die raus. Wunderbar. Raus mit dem Scheiß. Raus mit dem Scheiß. Einfach Pfeile gewastet. Wieso? Braucht er Karten? Only Dutch. Braucht der junge Freund Karten? Oder hat er keine Lust mehr auf dieses Spiel? Möchte er es gerne den zulegen? Er sieht meinen Namen und merkt sofort, wow, der ist zu krass. Noch mehr Pfeile? Ja, natürlich. Er muss die Pfeile weg haben, deswegen nutze sie einfach. Randommäßig, alles gleiche. Mach ich jetzt auch mal. YOLO. Ich kann's auch. War total doof. Hab's heute gemacht. Trotzdem gemacht. So, Bombe warten wir ab. Bombe kommt. Tschüss. Das ist halt schon geil an der Bombe. So, da kommt der nächste Scheiß. Kommt der nächste Scheiß einfach. Das gibt's ja gar nicht. Oh nein. Wieso denn sowas? Sehr gut, spielen wir das so. Und da kommt der junge Freund. Und noch ein bisschen Heal. Oh. Komm, überlebe, überlebe. Oh, er überlebt, er überlebt. Er hat überlebt, er hat überlebt. Gefreezed. Okay, wir warten ab. Wir warten wieder ab. Jetzt hat er geblitzt. Das heißt, jetzt kommt mein Henker. Henker kommt, on the way. Dahinter noch eine junge Dame. Jetzt geht's los. Wieder gefreezed. Meteor rein. Meteor ist drin. Überlebe, bitte überlebe, Henker. Er überlebt nicht. Starke Freeze hier. Starke Freeze von ihm. Das war stark.
Nächste junge Dame. Von der anderen Seite. Meteor. Kommt. Oh yeah. Bombe. Nein, hör auf. Hör auf. Dankeschön. Schön weggecountert hier. Und der Mage von der Seite. Oben der Henker. Der gönnt sich. Da gibt's Damage von den jungen Damen. Da kommt der wunderbare Damage. Ein Schlamm vor. Hier ein paar Boogies. Schlamm ist am Start. Zum Tanken. Jetzt muss er gleich irgendwie Blitz oder sowas opfern. So, ich halte sie mal noch kurz hoch. Sehr schön. Oh, er bekommt sie nicht down. Ich hau mal Pfeile raus. Die brauchst du gerade nicht. Komm mal raus von den Scheiß. Ja. Bombe rauf und das Ding ist gefrühstückt. Das Ding ist gefrühstückt. G to the G, mein Freund. Cooles Spiel. Hab dich leider weggeottert, aber gar kein Ding für den King, ne? Sehr schön. Damit haben wir schon wieder gewonnen. Wow. Wow. Siegeskiste auch mal kurz gegönnt. Was haben wir da denn Schönes drin? Oh, was Episches. Da kann man mal klatschen. Sehr schön. Ja, 40 mal die Bombe. Wieso denn nicht? Plus 5 mal das Katapult und einmal den Schwatten. Wir haben schon lange den Schwatten nicht mehr da. Wir brauchen öfters den Schwatten. Der Schwatte, der ist lange nicht mehr da gewesen. Deswegen brauchen wir ihn öfters. Leute, wir sind erst bei 16 Minuten und haben schon so richtig rasiert gegen den Strich mit Benzin. Aber na cool. Deswegen sollten wir auf jeden Fall mindestens noch ein Game machen. Einer geht noch. Mindestens ein Game geht noch. Bevor mein Kaffee kalt wird, müssen wir noch eins machen. Wie war die Aussage? Locker? 2-7? Naja, nicht unbedingt locker. Aber vielleicht irgendwann später. Das ist okay. Das ist auch okay. Boogies gegen Boogies. Da gewinnen meistens die Boogies. Ich glaube, wir kommen gleich hier mal mit dem Henker. Ja, Henker, komm gleich mal. Der hat Bock, der junge Freund. Dahinter nehmen wir sogar gleich einen Heal. Alles Klärchen. Pfeile sind raus. Mein Heal kommt hinter dem Henker. Der ist auch ziemlich fix. Ja, das ist gut. Oh, instant mein... Hey, hey, hey. Komm, Skelette noch rein. Ja, der gönnt sich. Der schlitzt hier ein bisschen. Der dreht die Bock auf Schlitzen. Sehr schön. Schnell laufen vor. Er verbrennt hier die Lane. Bringt nicht ganz so viel. Gar keine Karten gerade mehr auf an. Schafft er das? Das ist ein Level 7er Henker. Aber Level 9er Zwerg. Der packt das leider. Naja. Dann kommen wir mit der jungen Dame von hier und werden uns kurz den Nah gönnen. Meteor, tschüss. Hab ich gefreezed? Aha, reicht aber nicht. Sehr gut. Tschüss, One-Shot natürlich. Hier eine Bombe. Oh, überlebt immer noch, Alter. Er lebt immer noch. Machen wir das so. Zur Verteidigung. Zurückgewirbelt, interessant. Noch eine junge Dame von mir. Noch mehr. Na, ich wollte die Falle gar nicht nehmen. Ich wollte den Mage spielen. Pfeile können raus. Ich hab's ja gerade offen hier. Sind also über. In der Mitte überlebt sie noch. Sehr geil. Stärkung rein. Noch ein bisschen was hier. Und den Scheiß. Oh yeah. Holy moly. Da kriegt er wieder. Da kann er gar nicht in der Zeit. Er freest da wohl, aber es bringt ihn nicht ganz so viel. Mein Mage steht natürlich. Aber ich hab noch eine Bombe, mein Junge. Ich hab noch eine Bombe, mein Junge. Ich hab noch die Bombe. Es tut mir leid, aber ich hab noch eine Bombe. Was sagst du zu der Bombe? Ich glaube, die hat dich gerade ziemlich gebumst. So, davor noch den jungen Freund hier zum Tanken. Hier ein Henker zur Verteidigung. Oh, natürlich ist das gut gemacht. Hier die Pfeile rüber. Ja, klar ist das gut. Das ist richtig gut von mir. Mit dem Meteor finish ich dich jetzt. Bam, 100 HP. Tschüss. G to the G. Wie gesagt, Stefan, das Deck ist geil. Ohne Witz, Stefan, das Deck ist richtig geil. Richtig geil. Mit dem Deck kann man auf jeden Fall... Wo ist das hier so komisch? Mit dem Deck kann man das auf jeden Fall machen. Das ist stark. Das ist gut. Und damit kann man austeilen. Habe ich gerade die ganze Zeit meinen Taskleiste von meinem Windows gezeigt? Egal. Das war's, Leute, von dem Deck, von dem Stefan mit seinem coolen Deck. Schreibt gerne eure Deckvorschläge in die Kommentare. Und wenn es euch wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Denkt daran, jeden Tag ab 18 Uhr Castle Crush nur bei mir. Haufen zu Banasa Boys. Über 1000 Likes würde ich mich wieder freuen. 1000 ist eine Zahl. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Bei 1000, Leute... Das ist einfach nur mega geil. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und genießt das Wochenende noch. Tschüss.